Nun muss man sich vorstellen, an den Stellen, wo diese Nervenzellen sich mit ihren feinen Verzweigungen treffen, dort reden sie miteinander, natürlich in der Sprache des Nervensystems, mit elektrischen Verschaltungen und Übermittlung von Botenstoffen. Und was Pestizide tun, sie verändern dieses Gespräch zwischen den Nervenzellen. Und nun würden natürlich, wenn die Tiere das aufnehmen, ist ziemlich klar, dass dann dieses fein abgewobene nicht mehr funktioniert. Das ist nun ja auch der Zweck in gewisser Weise, dass eben das Verhalten so gestört wird, dass die Tiere sich nicht mehr fortpflanzen können. Und deswegen werden ja auch Insektizide eingesetzt. Aber Bienen sind natürlich nicht unbedingt die Zieltiere für solche Einwirkungen, aber sie sind eben auch mit einem Nervensystem ausgestattet, was genau wie die anderen Insekten auch, und das führt dann zu diesen Schädigungen. Viele dieser Substanzen sind in hohen Dosen so wirksam, dass die Tiere auch daran sterben. Aber man darf nicht übersehen, dass sie selbst bei geringen Dosen, also wenn sie wenig aufnehmen, zwar nicht zum Tod führen, aber diese Informationsverarbeitung im Gehirn so massiv stören, dass sie im Riechen gestört sind, im Sehen gestört sind, in der Gedächtnisspeicherung gestört sind, was sich dann natürlich auswirkt, dass sie, wenn sie in der Natur navigieren müssen, wenn sie wieder nach Hause zurückführen müssen, wenn sie Motivation haben müssen zum Sammeln, dass dieses alles gestört wird. Und man weiß, dass die Dosen, die dazu notwendig sind, um solche Störungen zu erzeugen, um viele Zehnerpotenzen niedriger sind, als die, die zu einem Tod führen. Und meistens wird leider in solchen Tests die Dosis bestimmt, die zum Tod führt, und nicht die Dosis, die zu solchen Störungen führt. We call this the Frankenstein Yard. This is again our sticky board. It captures all the debris from the colony. But all these red dots, see, there's a bunch of them. All these are Varroa. See, this hive is doomed. So like if you pick this up, like you can pick it up with one hand. This hive has made exactly zero honey. Okay, let's look at this queen. Here she is. You see her wings? They're all tattered.
They're worn out. This queen is perhaps 2 years old, and look how she walks poorly. And she's not able to lay a fertile female egg anymore. She's just laying drones. This colony is a dud. If this cattleman lost a third of his herd, or if a third of all the chickens in Germany died over winter, it would be a calamity of national proportion. That a third of the beehives in North America died every year for the last 5 years in a row is a calamity. It's almost a catastrophe for the food chain. We're this close, and no one even knows it. It's so weird. It's like we're the gatekeepers of the food supply. We're hanging on by a thread. We're killing a third of our bees every year, and we're almost able to fix it.